Hey Freunde, willkommen zurück zu Tomb Raider. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Also am letzten Mal war mal richtig krass, ey. Wir haben ja voll erstmal ein Grab geschafft und dann haben wir den alten Grimm gefunden, beziehungsweise sind in seiner Nähe geraten, aber naja, durch seinen Mut und seine Taten ist er dann leider von uns gegangen, aber er hat uns gerettet, er hat uns den Weg praktisch eröffnet, alles in Ordnung zu bringen. So, ich muss noch eine Sache upgraden, ne? Ne, noch zwei weitere. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Das hier ist... Werfen Sie Falten, Steine und Dreck ins Gesicht. Schon mal ganz nett. Ja, ich guck weiter. Hier ist... Ja gut, das ist eigentlich auch ganz geil. Und hier wäre... Das ist eigentlich auch ganz cool. Das ist für später gut, das brauche ich eigentlich noch nicht. Ja komm, skippen wir das hier. Doppelt. Ah, cool. Ja, das ist ganz nett eigentlich. Weil sie lässt ja irgendwann los. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Cool. So, und Ausrüstung. Ich würde sagen, Schrotflinte wäre noch ganz interessant. Größere Reichweite oder mehr Schaden. Machen wir Reichweite. Erstmal das. Volle Drossel. Yeah. Wir sind so krass. Weiter geht's, Freunde. Phew. Ist hier irgendwas? Nö. Ja, jetzt sind wir auf direktem Wege zum Palast. Was ist das? Okay, nichts. Einfach nur so ein Windspiel. Ich bin gar nicht da. Hä, wieso ist hier niemand? Wieso ist hier niemand? Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Oha. Keine Sorge, ich decke dich den ganzen Weg. Krass, Mann. Aber gut, jetzt wissen wir, warum auf dieser kleinen Brücke niemand war. Weil auf der großen wirklich alle sind. Ist hier irgendwas zu untersuchen? Nö. Wirklich nichts hier. Die Kisten sehen auch alle aus, als ob man die irgendwie plündern kann, aber nö. Nils darf hier nichts plündern. So, lass uns weiter. Gibt's hier noch irgendwo ganz spontan? Nö. Ich hab sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. Okay, los. Wie krass, Mann. Wie aber auch alles kaputt ist an dieser Brücke. Was soll denn das? Wow! Ich dachte, das wär's. Bist du okay? Das war ich. Oh Mann, ey, und ich muss hier weiterschleichen. Voll heftig. Nicht bewegen. Sie sehen dich. Jetzt los! Und weiter. Oh Mann, ey, voll krass. Voll brutal. Halt, warte, warte. Der Weg müsste frei sein. Danke für die Deckung. Ich denke, damit sind wir quitt. Lara, pass auf! Ich brech dir das Gelenk. Nein, machst du nicht. Nein! Ah! Boah. Wie krass. Oh verdammt! Schnell, aber schnell! Nein, du sollst springen!
Was zur Hölle? Und schnell ran da. Nein. Geh doch mal hoch, schnell. Okay, ich geh jetzt rein. Alter, was? Bist du wirklich sicher, Lara? Ich hol sie, Roth. Und ich komm zurück. Da drüben hat Roth gehockt, oder was? Na, das war ja auch schon wieder pure Action hier. Voll geil. Lass uns an den Palast eindringen, Freunde. Wie kommen hier Menschenschädel hin? Die müssen doch einfach so, die müssen doch von Menschenhand dahin gelegt worden sein zur Abschreckung oder so, keine Ahnung. Das ist so spannend gerade mit der Musik und die Atmosphäre. Wo bin ich hier? Kaverneingang. Oha, noch was Neues. Aber hier ist nichts zu finden. Also kann ich hier volle Kanne. Ja, keine Ahnung, losballern. Voll krass. Neuer Auftrag: Retten Sie die gefangene Kuh der Endurance. War ein Bärenbusch gewachsen, schön. Ja, Mampf, Mampf, Mampf. So, hier scheint echt nichts zu sein. Wieso zückt sie ihre Waffe? Meine Brüder, hört mich an! Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier sind wir die Solari, die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Himiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Sprecht jetzt zu uns. Unseren Bruder getötet. Jetzt töte ich dich. Das ist für Wladimir! Genau! Dimitri, Nikolai, bringt sie zu mir! Mit den Waffen, du Arsch! Jede Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen! Sprecht zu uns, Mimiko! Sieh mich nur an, okay? Meine Brüder, bald sind wir frei!
Dein Kampf ist vorbei. Ich sehe keine Leiche. Sturz wird sie nicht überlebt haben. Wir prüfen das. Steigen wir runter. Alter, Leute. Mann, Lara kriegt voll auf die Fresse, ey, die arme Frau. Mann, man schlägt doch keine Frauen. So was macht man doch nicht. Und das Spiel dreht alles auf den Kopf. Alter, die arme Lara, jetzt schwimmt die hier in so einem Blutsee. Oh, ist das ekelhaft. Mann, die Arme, ist voll krass, ey, wie sie aussieht. Aber man, jetzt, ey, die, doch nicht, man, ey, die können doch keine Frau schlagen, die Schweine da, die müssen dafür büßen. Oh, Alter, alles tot. Alter. Alter, voll heftig. Geothermale Kavernen. Hier ist alles voller Leichen und alles voller Tod und Verderben. Diese Spinner, die sind doch voll scheiße. Cool, ich konnte die einfach aufnehmen. Ah, nein, da gehe ich lieber nicht hin. Ich brauche irgendwas, um das Gas zu entzünden. Hab ich nicht. War einfach so. Cool. Ups. Ja, ihr Feuer... Weg alle Waffen? Nee. Aber ihr Feuerzeug hat's ja. Ein Feuer. Okay, das Feuerzeug haben sie mir nicht geklaut. Die haben mir tatsächlich echt nur die drei Waffen geklaut. Weil den Bogen habe ich auch, oder hat sie den einfach aufgehoben? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Seid ihr, wäre saukrass, Alter. Okay, hier ist nichts. Aber. Oh. Laras Tagebuch. Alter, wie brutal sie aussieht. Guckt sie euch an. Alter, total blutdurchströmt durch dieses eklige Blutwasser. Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat, und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. Alter, wie brutal. Müssen die sich hier richtig rumprügeln? Ja, das hier finden wir in der Brackenstadt. Mann, ey, ich wünsche, das würde ich noch finden. Aber das finden wir ja auch noch alles, Freunde, ne? Weiter geht's. Oh Gott. Nein. Das ist schrecklich.
Was zur Hölle? Können wir einfach hier so... Dann haben sie Angst, wa? Aber Alter, kommt da neuer und wird voll von den anderen... Alter. Das sind die Höhlen, wo sie reingeworfen werden. Wo die Überlebenden dann aufgenommen werden. Voll krass. Hier sind wahrscheinlich Kerker. Oh nein. Die greifen mich bestimmt gleich an. War klar. Die voll so nackedei. Nackedei, kennt ihr das noch von früher? Ein Geocache. Ach, hier ist was zu... Was zur Hölle? Da, hier ist natürlich nichts, aber... Alter, noch Lager, Dokumente, Reliquien, Geocaches, Schatzkarten und Feuerteufel. Das kann was werden. Ich brauche mehr Pfeile. Glaube ich. Was ist das? Oh Mann, ey, hier überall schon wieder Blutwasser und so. Ach, Freunde. Ist doch alles crazy. Down. Weiter gucken. Hier ist nichts. Die kamen dann runtergejumpt. Ja, ja, die verstecken sich hier überall. Weil wenn neue Beute kommt, dann wollen sie natürlich gleich der Erste sein, der da ein bisschen rumknabbern kann. Wahrscheinlich ist es so. Oh, guck mal. Oh. Ah. Ah. Da geht's wahrscheinlich raus. Deswegen gucke ich mal hier. Ich will alles untersuchen hier. Was denn, Leute? Es gab Erfahrungspunkte. Ist noch irgendwo inner? Ach, da. Hallo, du. Ich erlöse dich. Ich hab keine Pfeile mehr. Hab keine Pfeile mehr. Verdammt. Geocache? Mann, ich brauche jetzt irgendwo Pfeile. Geht doch nicht. Warte mal, hier irgendwo ist doch... Die haben... Ich müsste doch eigentlich von den Leichen von denen müsste ich doch auch was kriegen, ne? Ne, von hier komme ich ja. Hier ist ja eh nix. Oh Mann, oh! Brauche doch nur Pfeile. So, wo liegt der Kerl? Hat sich in Luft aufgelöst. Hat er wirklich? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Oh, Scheiße, ey. Ich habe echt keine Pfeile mehr. Mann, oh. Aber das geht noch. Oh, guck mal, wer da online ist. Oh, Freunde, was tue ich denn jetzt? I need some arrows. Please, anyone give me some arrows. Du da.
du Hunger? Wie er seine Hand durchhält. Toll, da komme ich jetzt. Ich brauche meinen Pfeil, Mann! Ja, hier oben ist schon irgendwas. Irgendein Sack. Und ich komme nicht ran. Mann, ey! Was mit dir, hä? Hat nicht irgendjemand einen Pfeil für mich? Wir sind ausgestattet mit. Oh! Pfeile! Ja! So, wo war denn das Ding jetzt hier? Möchte ich mir gerne mal. Ach, das hier. Ach, Feuerteufel! Ein von sechs Säcke verbrannt. Ich muss auch noch eine Menge Säcke mehr verbrennen und ich habe nur einen Pfeil, den hebe ich mir erstmal auf. Ich kann hier eh wieder zurück. Hier ist ein Lagerfeuer gewesen, hier in der Nähe. Ach man, Leute, ey. Ach, ist das schon wieder krass hier bei Tomb Raider. Puh. Ja, hier in dieser Giftgashöhle. Was läuft denn da runter? Kackt da einer? Sagt vor. Von so. Alter, das sieht voll eklig aus. So ein Sprüh. Nee, okay. Ich sag nichts. Auf jeden Fall, Freunde. Danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Tomb Raider. Tschüssi.